Mit Remote Assist steht Ihnen eine umfangreiche Mixed Reality Kollaborationslösung für die Microsoft HoloLens sowie zahlreiche mobile Endgeräte zur Verfügung. Arbeiter können sich so auch über Standortgrenzen hinweg die Unterstützung von Experten einholen. Beide Seiten profitieren dabei neben der reinen Audio- und Videoübertragung von einer direkten Interaktionsmöglichkeit mit dem physikalischen Raum. Ortsfeste 3D-Annotationen sowie die Möglichkeit, verschiedene Dateien und den Bildschirm zu teilen, erlauben eine effiziente und unkomplizierte Zusammenarbeit. Dank der Integration mit dem Microsoft Dynamics 365 Backend lässt sich Remote Assist optional direkt in bestehende Prozessabläufe integrieren. Damit Sie sich vor der Lizenzierung mit Remote Assist vertraut machen können, stehen Ihnen zwei kostenfreie Testvarianten zur Verfügung. Eine organisationsweite 30-Tage-Testversion für bis zu 25 Mitarbeiter sowie individuelle Testversionen, die pro Mitarbeiter für bis zu 90 Tage aktiviert werden können. Um Remote Assist testen zu können, wird zunächst eine Microsoft HoloLens oder ein iOS bzw. Android-Smartphone benötigt. Zudem muss der Nutzer über eine Microsoft Teams-Lizenz verfügen. Für die organisationsweite Aktivierung der 30-Tage-Testlizenz wird außerdem ein Microsoft 365 Administratorkonto vorausgesetzt. Weitere Lizenzen sind nicht notwendig, können jedoch optional den Funktionsumfang erweitern. Die individuelle 90-Tage-Testversion kann innerhalb der Anwendung aktiviert werden. Laden Sie zunächst die Dynamics 365 Remote Assist App aus dem jeweiligen App Store herunter. Öffnen Sie die Anwendung und melden Sie sich mit Ihrem Microsoft Teams Konto an. Die App wird Ihnen automatisch anbieten, eine kostenlose Testphase zu starten. Bestätigen Sie die Aktivierung der Testversion und schon können Sie Remote Assist auf Ihrem Gerät verwenden. Für die organisationsweite 30-Tage-Testversion müssen Sie sich zunächst im Microsoft 365 Admin Center einloggen. Stellen Sie sicher, dass die Option „Das neue Admin Center testen“ deaktiviert ist. Wählen Sie dann im linken Navigationsbereich das Register „Abrechnen“ und das Unterregister „Dienste“ aus. Suchen Sie in der Suchleiste nach Dynamics 365 Remote Assist und starten Sie die kostenlose Testphase, indem Sie auf „Kostenlose Testversion starten“ klicken. Es werden automatisch 25 Lizenzen freigeschalten, die dann in der Rubrik „Aktive Nutzer“ beliebigen Mitarbeitern zugewiesen werden können. Hat Sie die kostenfreie Testphase von einer Lizenzierung überzeugt, können Sie sich jederzeit an den für Sie zuständigen Microsoft Account Manager wenden. Alternativ erreichen Sie einen Spezialisten online über die Remote Assist Produktseite.